Ja, unsere Patientin klagt über erweiterte Nasenäderchen. Wir werden, um die Haut zu schützen, vorher ein wenig kühlen. So, und jetzt geht's los. Jetzt sieht man hier jetzt schon, wo ich gelasert habe, ist das Gefäß weg. Jetzt haben wir oben noch die Basis des Gefäßes. Ich kühle noch ein wenig. Noch zwei. Wir kühlen gleich nach und Sie sehen, das Gefäß ist weg. Ja, unsere Patientin stören die kleinen Teleangiektasien, das nennt man diese erweiterten Gefäße an den Wangen, die auch im Rahmen zum Beispiel der Rosatia vorkommen können. Und diese können wir also auch mit dem Diodenlaser veröden. So, hier sieht man jetzt diese Gefäße an den Nasenflügeln. Da kann man auch drauf gehen. Kleinen Moment, jetzt gehe ich. Super. Man sieht, die Gefäße sind weg.